آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir nochmal über einen anderen Charakterzug, einen besonderen Charakterzug, und das ist, dass man sich hilft im Guten. At-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa. Dass man sich einander hilft im Guten und in der Gottesfurcht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-udwan. In Surat Al-Ma'idah. Helft euch einander in der Frömmigkeit und der Gottesfurcht, helft euch aber nicht einander bei den Sünden und den Feindseligkeiten. Der Mensch, meine lieben Geschwister im Islam, kann nicht alleine leben. Menschen brauchen Menschen. Der Mensch braucht andere Menschen. Und genauso, wenn er etwas machen will auf dieser Erde, man lebt hier nicht allein auf dieser Erde. Man lebt hier mit anderen Menschen auch. Genauso sind sie Menschen wie du. Und du brauchst die anderen Menschen, so wie sie dich brauchen. Ja? Die Arbeit benötigt Menschen. Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten. Der Handel benötigt Menschen. Menschen, die mit anderen Menschen handeln. Die Familie benötigt Menschen. Menschen, die mit anderen Menschen zusammenkommen. Und so weiter. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوُنُوا عَلِى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Helft euch einander in der Frömmigkeit und der Gottesfurcht, da ihr euch einander braucht. Das heißt, wir Muslime sind wie der Körper, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wenn eine Stelle von diesem Körper schmerzt, dann fällt der ganze Körper in Krankheit. Und deswegen brauchen wir diese Hilfe füreinander, im Guten und in der Frömmigkeit, in der Gottesfurcht, im Glauben, dass wir uns einander helfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ. Der liebste Mensch bei Allah ist derjenige, der am nützlichsten ist für die Menschen. Jemand, der den Menschen Nutzen bringt, sei es in Form von Wissen, sei es in Form von Kraft, sei es in Form von Arbeit, sei es in Form von Ideen, sei es in Form von Dienstleistung, wie auch immer. Derjenige, der den Leuten Nutzen bringt, den meisten Nutzen bringt, das ist der beste Muslim. Und das ist der Muslim, der bei Allah am liebsten ist. Und nicht derjenige, der am meisten Geld hat oder der am meisten Frauen hat oder der am meisten Häuser hat, sondern derjenige, der am nützlichsten ist. Anfa'uhum, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der am nützlichsten ist. Das heißt, nicht einfach nur, der einen Nutzen bringt, einmal oder zweimal, sondern jemand, der am nützlichsten ist, der immer wieder Nutzen bringt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. Die beste Tat bei Allah, die liebste Tat bei Allah ist eine Freude, die du einem Muslim bereitest. Dass du ihn erfreust mit einem Geschenk, mit einer Hilfe, mit Geld, mit einer Dienstleistung, mit Wissen, mit einer Rechtleitung, wie auch immer. Das heißt, wir müssen einander helfen. وَتَعَاوَنُوا sagt Allah subhanahu wa ta'ala عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Helft euch, ihr müsst euch einander helfen. Du musst deinen Brüdern helfen. Du musst ihnen helfen, zur Rechtleitung zu kommen. Du musst ihnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Du musst ihnen helfen, wenn sie ein Problem haben. Du musst ihnen helfen, wenn er umziehen will. Du musst ihm helfen, wenn er heiraten will. Du musst ihm helfen, wenn er Wissen aneignen will. Du musst ihnen helfen, wenn er die Religion lernen will. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Helft euch einander in der Frömmigkeit und Gottesfurcht. Wir brauchen einander. Alleine sind wir schwach, zusammen sind wir stark. Du brauchst mich und ich brauche dich, weil ich habe etwas, was du nicht hast und du hast vielleicht etwas, was ich nicht habe. Ich kann dir etwas beibringen, was du nicht weißt und du kannst mir etwas beibringen, was ich nicht weiß. Ich kann dir mit dem und dem helfen, du kannst mir vielleicht mit etwas anderem helfen. Das heißt, es ist ein Geben und ein Nehmen. Man kann niemals nehmen, wenn man nicht geben kann. Und man kann niemals geben, wenn man nicht auch nehmen kann. Deswegen, es ist ein Geben und Nehmen. Derjenige, der gibt, darf auch nehmen. Derjenige aber, der nimmt, der muss auch geben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Helft euch gegenseitig. Helft einander. Seid eine Stütze füreinander. Wir Muslime sind wie eine Mauer, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. So muss es eigentlich sein. Das ist eigentlich das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte und der Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns möchte. Aber praktizieren wir das? Sind wir Muslime oder was sind wir?
Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man muss nützlich sein, nicht einfach irgendwo in der Ecke sitzen und dem Islam und den Muslimen nichts bringen. Subhanallah, sei ein Nutzen für die Muslime, sei ein Nutzen für den Islam, tu etwas. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, die Freude, die du deinen Muslim bringst, ist eines der liebsten Taten bei Allah. Und dann sagte er weiter, und damit zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir einander helfen. Weil vielleicht fragt sich jemand, wie soll ich denn den Leuten helfen? Ich kann doch nichts. Nein, du kannst was. Jeder von uns hat Talent. Jeder von uns kann etwas machen. Vielleicht bist du schwach vom Körper her. Kannst nicht viel tragen, kannst nicht viel stehen. Okay, aber vielleicht bist du intelligent. Vielleicht bist du ein Programmierer. Vielleicht bist du künstlerisch begabt. Vielleicht kannst du reden. Jeder hat sein Talent. Deswegen schau, was du kannst. Und du wirst auf jeden Fall einiges können. Und setze das ein im Nutzen des Islam und Nutzen der Muslime. Dann sagt er weiter, أو تكشف عنه كربة. Oder du nimmst einem Muslim eine Last. Du nimmst ihm eine Sorge. Du nimmst ihm ein Problem weg. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen authentischen Hadith, wer einem Muslim ein Problem wegnimmt, eine Last wegnimmt, eine Sorge wegnimmt, den nimmt Allah subhanahu wa ta'ala die Sorgen am jüngsten Tag weg. Das heißt, hilf deinem Bruder. Wie viele Brüder und Schwestern gibt es, die nach einem Ehepartner suchen? Sie brauchen Hilfe dabei. Wie viele Brüder und Schwestern gibt es, die heiraten wollen? Die haben einen Ehepartner, aber die wissen nicht, wie sie heiraten sollen. Hilf ihnen, bring sie zur Moschee, bring sie zum Imam, hilf ihnen. Wie viele Brüder und Schwestern wollen lernen, wollen Wissen aneignen? Bring sie zum Unterricht, bring sie zur Moschee. Schenk ihnen Bücher, dass sie lesen können. Zeig ihnen, wo sie lernen können. Das heißt, du nimmst ihnen eine Sorge weg. Du nimmst ihnen ein Problem weg. Du nimmst ihnen eine Last weg. Und so nimmt dir auch Allah deine Sorgen weg und deine Probleme weg und deine Last weg. Autaqdi an Hudaynan. Genauso gehört es zum Helfen einander, dass man die Schulden bezahlt für die Brüder und Schwestern. Ein Bruder, eine Schwester hat Schulden, du sagst, ich bezahle dafür, kein Problem. Damit hast du geholfen. Damit hast du deinem Bruder geholfen. Autatrudu an Hujuan. Oder wenn er hungrig ist, gibst du ihm zu essen. Vor allen Dingen unsere Brüder und Schwestern in den muslimischen Ländern, wo sie arm sind, wo sie nicht viel zu essen und zu trinken haben, hilfst du ihnen, indem du Geld schickst und ihnen die Möglichkeit gibst, zu essen und zu trinken. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. Dass ich meinem Bruder helfe, meinem muslimischen Bruder helfe in seinem Leben und bei seinen Angelegenheiten, ist mir lieber, als den I'tikaf in der Masjid zu machen. Damit meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Masjid in Medina. Ihr wisst ja, der I'tikaf, das heißt, dass man sich in der Moschee zurückzieht, betet und Dhikr macht und so weiter, ist eine große Tat im Islam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn man seinem muslimischen Bruder hilft, es besser ist, als in der Moschee die ganze Zeit zu sitzen und Koran zu lesen und Dhikr zu machen. Und das Problem ist, wir haben diese Dinge vertauscht. Wir sind lieber in der Moschee, als dass wir einem Bruder beim Umzug helfen und denken, das ist besser. Wir sind lieber in der Moschee, anstatt wir rausgehen und den Brüdern helfen, die gerade miteinander streiten. Ja, jeder geht dran vorbei, keiner interessiert sich und man geht in die Moschee rein, weil es ist ja wichtiger, in der Moschee zu sitzen, als seinem Bruder zu helfen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, deinem Bruder zu helfen, mit anzupacken, da zu sein, ist besser, als wenn du in der Moschee die ganze Zeit sitzt. Shahran, sagt er, ein Monat lang in der Moschee sitzen und Dhikr machen und beten. Er sagt das sallallahu alaihi wasallam über sich, er sagte, mir ist es lieber, meinem Bruder zu helfen, anstatt einen Monat in der Moschee zu beten und Dhikr zu machen und dort zu bleiben und gar nicht rausgehen. Ihr wisst ja, der I'tikaf bedeutet, dass du in der Moschee bleibst und gar nicht mehr rausgehst. Also dürfen wir die Dinge nicht vertauschen. Das eine ist besser als das andere. Deswegen, umso nützlicher du bist, umso besser du bist. Deswegen, es gibt den Salih und den Muslih. Es gibt denjenigen, der rechtschaffen ist, Salih. Er ist rechtschaffen, er betet, er fastet, er macht die Etikett, wie der Prophet Sassim gesagt hat, vielleicht sogar einen Monat. Aber er ist kein Muslih. Er ist keiner, der Frieden stiftet und hilft, und ist er nicht. Und dann gibt es den, der Muslih ist. Salih genauso, rechtschaffen, aber auch
ein Muslih, das heißt jemand, der Gutes tut, jemand, der Frieden stiftet zwischen den Muslimen, jemand, der den Muslimen hilft, jemand, der nützlich ist für den Islam und die Muslime, der ist besser bei Allah, der ist lieber bei Allah und der bekommt mehr Belohnung bei Allah als derjenige, der einfach nur rechtschaffen ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Derjenige, der seine Wut, seinen Groll zurückhält, den bedeckt Allah subhanahu wa ta'ala seine Blöße, seine Fehler, sein Privatleben, das wird alles von Allah bedeckt. Warum? Weil er seinen Groll und seine Wut zurückhält. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Derjenige aber auch, der seine Wut zurückhält, obwohl er Rache ausüben kann, dem gibt Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit am jüngsten Tag. Und dann sagte er weiter, وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ. Derjenige, der seinem Bruder hilft die ganze Zeit, ihm hilft bei seiner Wohnung, bei seinem Umzug, vielleicht hat er Papiere, die er nicht richtig lesen kann und so weiter. Und er hilft ihm, bis dieserjenige gefestigt ist. Also bis dieserjenige seinen Umzug erledigt hat, seine Wohnung fertig renoviert hat und so weiter. Bis er geheiratet hat, man hilft ihm, bis er geheiratet hat, man hilft ihm, bis er sein Problem gelöst hat. Den festigt Allah subhanahu wa ta'ala seine Füße am Tage, wo die Füße nicht mehr gefestigt sein werden. Das heißt am jüngsten Tag. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wa inna su'al khuluqi la yufsidu al-amal. Er sagt, der schlechte Charakter verdirbt die Tat, so wie Essig Honig verdirbt. Das heißt, hier, derjenige, der diese Charakterzüge nicht einhält, indem er den Muslimen hilft, der hat einen schlechten Charakter und der schlechte Charakter verdirbt die Taten. Das heißt, früher oder später wird dieserjenige schlechte Taten praktizieren und die Menschen werden ihn nicht mehr mögen und ihn verabscheuen und ihn meiden. Und dieser Hadith ist Hassan überliefert bei At-Tabarani unter anderem. Und Jabir radiallahu anhu sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Der beste Mensch ist derjenige, der am nützlichsten ist. Es bringt nicht viel, wenn du einfach nur islamisch aussiehst und dich aber nicht islamisch verhältst. Du musst islamisch aussehen, aber dich auch genauso islamisch verhalten. Und zum Islamverhalten gehört, dass du der Nützlichste bist. Was machst du? Welchen Nutzen bringst du für den Islam und die Muslime? Vielleicht ist es noch schlimmer. Vielleicht gehst du sogar so weit, dass du dem Islam und den Muslimen schadest, ohne dass du das merkst. Indem du gegen Prediger hetzt, indem du gegen Muslime hetzt, indem du lügst, indem du Lügen verbreitest, indem du Probleme machst. Dann stellt sich hier die Frage, welchen Nutzen hat der Islam von dir? Welchen Nutzen haben die Muslime von dir? Stell dir diese Frage heute. Welchen Nutzen haben die Muslime von mir? Welchen Nutzen hat der Islam von mir? Was habe ich für den Islam, für die Muslime gemacht? Oder mache ich das Gegenteil, indem ich Sünden verbreite, halbnackte Fotos von mir auf Instagram poste, indem ich die Leute zu Sünden einlade, indem ich eine Shisha-Bar eröffne, eine Bar, wo Alkohol verkauft wird, eröffne, indem ich Musik verbreite, indem ich Musik mache und was machst du? Bist du ein Nutzen für den Islam und die Muslime oder bist du ein Schaden für den Islam und die Muslime? Frag dich diese Frage. Bin ich ein Nutzen? Bringe ich den Islam weiter? Bringe ich die Muslime weiter? Oder bin ich eher ein Hinderungsgrund dafür, dass der Islam nach vorne kommt und die Muslime weiterkommen? Und deswegen, der Islam bedeutet, dass du vernünftig bist und dass du nutzvoll bist. Und glaub es mir, du hast Talente. Du hast Dinge, die den Islam nützen können. Du hast Dinge, Eigenschaften und Charaktereigenschaften und Talente, die den Muslimen helfen können und die den Islam nutzen können. Du musst nur diese Dinge herausfinden. Die Talente, die Eigenschaften, die du hast, herausfinden und praktizieren und umsetzen, um dann so zu sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Der beste Muslim ist derjenige, der am nützlichsten ist. Und hier sind natürlich die Leute verschieden. Der eine trägt so und so viel Nutzen, der andere viel mehr und der
anderen noch viel mehr. Und das ist ein Wettlauf, das ist ein Wettbewerb, ein Wettkampf. Ja? Man sollte mit den anderen Muslimen wetteifern, wer am nützlichsten ist. Und glaubt es mir, wir können viel. Du kannst schreiben, dann schreibe. Mach einen Blog, schreibe Texte, schöne Texte. Poste sie, verbreite sie. Du hast eine Stimme, du kannst gut Dinge vorlesen, dann lies Bücher vor und poste sie im Internet. Du bist jemand, der übersetzen kann, dann übersetze. Von Türkisch auf Deutsch, von Arabisch auf Deutsch, übersetze Videos von Predigern, von Gelehrten, übersetze Bücher, übersetze kleine Anekdoten, mach etwas. Du bist jemand, der schlau ist, der organisieren kann, dann mach, organisiere. Mach eine Firma auf, mach eine Organisation auf, mach einen Verein auf. Sei einfach nützlich, sei einfach gut, sei einfach ein Mittel zum Zweck, damit wir den Islam nach vorne bringen können und den Muslimen Nutzen bringen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen Erfolg geben und uns zu einem Nutzen machen für den Islam und die Muslime. Hada wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد